Hier ist Storyline 1914 bis 1918. Willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem neuen Part Historyline auf Amiga. Wir haben die Karte von letzten Mal, machen wir jetzt weiter. Also wir haben ja letztes Mal keine Karte beendet, aber wir haben letztes Mal wunderschön, dass ich sagen kann, die Karte in 3 Stunden abgefrühstückt, und ich hoffe, dass wir diesmal jetzt schneller schaffen. Aber ich glaube, hier ab jetzt können wir, nämlich in der 8. Karte, also beziehungsweise wir sind jetzt in der 9. Karte, die 8. Karte haben wir jetzt abgeprüft, wir kommen jetzt in die 9. Karte, und ja, das würde bedeuten, wir nähern uns langsam, 1/3 haben wir hinter uns, 2/3 haben wir noch vor uns, und es wird jetzt nicht leichter, sondern es wird schwerer. So, dann schnappe ich mir mal den Joystick, und ich würde sagen, wir sind jetzt natürlich bei Ratio Farm. Also Ratio, muss ich gucken, dass es auch richtig funktioniert. So. Ratio, gute Preise, gute Besserung. Ja, wir gehen in die Karte Ratio, gucken, ob es neue Einheiten gibt. Nein, neue Einheiten gibt es nicht. Der Computer ist soweit fertig. Wir gucken mal. Ja, 21 Einheiten haben wir, und doppelt so viel hat der Computer. Ja, was ist denn da bitte schön los? Der Computer hat auch eine Fabrik und eine Fertigungseinrichtung. Der Computer, Quatsch, Blödsinn. Wir haben eine Fabrik und keinen Vorratslager. Der Computer hat keine Vorratslager und 3 Fabriken. Ja, das ist ein bisschen unfair, würde ich sagen. Hier. So, wie sieht es denn von der Karte her aus? Ja, wir sind hier oben. Der Computer ist da unten. Da unten ist sein Hauptquartier. Da knuddelt er sich ein bisschen rum. Wir tümmeln uns hier vorne rum. Hier ist ein Depot. Das werden wir uns wahrscheinlich schnappen. Wenn wir schnell genug sind. Hier oben ist unser Hauptquartier. Da hoffe ich doch, dass wir da nicht Probleme bekommen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier wahrscheinlich eine Depoteinheit. Das heißt, wir können hier ein wunderschönes Depot bauen. Ich bin aber überlegen, das Depot könnten wir hier hinbauen. Machen wir auch, glaube ich. Das war damals auch schon eine geile Idee von mir gewesen. Und ja, also hier hin und dann das Depot direkt nebendran. Ja, dann würde ich sagen, wir bewegen mal die Flieger in diese Richtung, um das Fußvolk ein bisschen abzuhalten. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Oh, das Fußvolk ist eine Elite-Infanterie. Ob das so gut wird? Ja, zumindest haben wir einen. Nein. Haben wir einen. Hey, Froschmalz. So. Die Maus hat wieder gestört. Wir haben eine Fabrik, das ist schon mal ganz viel wert. Aber ich denke hier, das Depot werden wir nicht erhalten können. Wir gucken mal, was in dem Depot drin ist. Was wäre der Preis gewesen? Der Preis wäre eine wunderschöne leichte Artillerie. Eine Artillerie gewesen. Genau. Wir versuchen trotzdem diesen Preis uns irgendwie zu schnappen. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt irgendwie hier was bringt, wir versuchen es aber trotzdem, vor allen Dingen, da wir so wenig Mankins haben, hoffe ich trotzdem, dass wir da ein bisschen was reißen können. Dieser Bunker hier, ehrlich gesagt, der verwirrt mich, weil der ist eigentlich mit ohne Funktion. Der wird also arbeitslos sein. Gut, dann würde ich sagen, dann versuchen wir unser Glück. Stopp, bevor wir das machen. Wir machen den Kampf aus. So. Jetzt sind wir im Angriffsmodus. Da können wir jetzt momentan nichts machen. Wir haben nichts in Reichweite. Aber wir können hier ein Depot anfangen zu bauen. Das werden wir auch tun. Und ansonsten, ja, freue ich mich schon auf die nächste Runde. Wir gucken mal ganz kurz. 24, da können wir nichts reißen. Gucken wir mal ganz kurz nochmal, was wir eigentlich an Einnahmen haben. 24er Computer, 57, das finde ich ein bisschen unfair. Aber mich fragt ja keiner.
finde das eine Sauerei. Ja. Gut. Dann gucken wir, was der Computer hier alles treibt. Die hatten in seinem Hauptquartier eine ganze Menge Zeug. Sag mal, habe ich in meinem Hauptquartier auch Zeugs? Nö. In der Fabrik habe ich auch kein Zeugs. Nö. Ja, irgendwie, warum hat der Computer, aber ich nicht. Ich bin so froh, wenn ich neue Brille habe. Ich werde mich nämlich in meinem Urlaub, ich hoffe, dass ich bis dahin einen Termin kriege, bei meinem Augenarzt vermelden und eine neue Brille veranschlagen. Aber jetzt sind meine Zähne ja gemacht, jetzt kommen meine Augen dran. So, ich würde also auf eine schwere Artillerie sparen, das wäre so der bequemste Weg. Ja. Ich habe auch jetzt, das kann ich so ganz nebenbei mal erzählen, es gibt ja das Spiel Incubation von Battle Isle. Das Problem ist, auch bei mir startet das Spiel nicht. Weil ich bin gefragt worden und da musste ich leider Gottes sagen, geht bei mir auch nicht. So, wir werden dann mal das wunderschön hier klemmen. Und dann mit dieser Einheit hierher laufen. Und ich habe eigentlich so das Gefühl, ich hätte die Fliegereinheit von ihm nicht gesehen. Hat der überhaupt Flugeinheiten? Doof gefragt. Oh. Hier ist noch eine Fertigungseinrichtung. Warum sagt mir das keiner? Natürlich. Dann würde ich sagen, dann bewegen wir mal hier langsam alles hier rüber und gucken wir, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Ja. Ey, der hat ja hier, ich muss die Fabrik und das Depot hier übernehmen. Uff. Ja, es gibt ja hier einen Frontenkrieg hier, Alter. Wir werden hier in die Zange genommen. Hallo, F1 für Moduswechsel. Hallo. Ich liebe meine Amiga. Es gibt Pflegegerät. Also. Ist blöde. Bin ich jetzt bescheuert? Der hat doch eben Flugeinheiten gehabt. Die hat er doch irgendwo dagegen gedonnert. Uff. Ja, da habe ich ja auch noch Einheiten stehen. Oh Mann. Ich habe diese Einheiten komplett vergessen. Schiete. Naja, das ist jetzt halt ziemlich blöd gelaufen hier. Das ist, ja. Dann beenden wir mal hier die Fabrik, das Depot. Oh Mann. Wie konnte ich das bloß vergessen? Also wenn ich diese Runde hier verliere, hebe ich ja je. Lade ich ihn dann hoch? Klar lade ich ihn hoch. So. Gucken wir mal, was wir jetzt hier reißen können. Ei. Jetzt muss ich umdenken. Verdammt, ich muss umdenken. Ich habe nämlich total übersehen, dass ich jetzt hier noch Einheiten habe.
Ja. Nick. Okay. F1 für Modus-Wechsel. Ja, hoffentlich bringt das Wissen was hier. Meine Fresse. Komm schon. Auch wenn die geklemmt sind, wenn unsere Fokker keine Erfahrung hat, dann kann die das in die Tonne treten. So. Dann wollen wir mal, und zwar hierher. Dann wollen wir mal hierher. Und den dahin. So. Aber da unten die bitte nicht vergessen. Wir versuchen mal aus dem Weg zu gehen. Oha. Oh, meine Zeit. Das war jetzt blöde. Ich versuche die Artillerie. Das geht ja gar nicht. Schiete. Ich wollte die Artillerie jetzt irgendwie. Aber das kannst du ja in die Tonne treten. Das ist ja gar nichts. Scheiße. Und die Einheiten sind verloren. Die kann ich vergessen. Die sind definitiv verloren. Oh Mann, ich habe vergessen, mit dem anzugreifen. Verdammt. Also wenn ich diese Map verliere, ist das meine eigene Schuld. Ja, ich könnte diese Map verlieren. Also weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, wie gesagt, ich werde diese Map hier wahrscheinlich im hohen Bogen verlieren. Ja, das Depot ist mein. Schnell alles raus, wenn machbar. Wir sind jetzt mal im Angriffsmodus. Oh. Pass auf. Erstmal ihn hier, dann ihnchen hier, so nixen Reichweite. Was ist denn das für eine schöne Welt? Okay, dann greife ich mit dir, greife ich dich an, mit dir greife ich dich an. Du schnappst dir das hier. Oh Mann, 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 oh Mann. So, dann würde ich sagen, oh Mann, noch nicht, es ist 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 noch nicht. Erst Flugzeuge, dann schwere Artillerie. Wir müssen gucken, dass wir hier das Bosen vor allen Dingen. Das Bodenpersonal hier ein bisschen schützen. Weil das wird jetzt. Oha, das wird jetzt böse. Das wird jetzt richtig böse. Wie gesagt, wenn ich diese Karte verliere, spiele ich sie wieder von vorne. Wir hatten auch doppelt so viele Einheiten als ich. Das habe ich ja früher schon geschafft. Habe ich früher geschafft und das schaffe ich heute auch noch. Muss halt nur ein bisschen umdenken, das ist alles. Wir hatten mittlere Artillerie, scheiße. Die mittlere Artillerie, ich brauche unbedingt nachher eine schwere Artillerie. Ich muss meine Artillerie, ich muss Flugzeuge, also die Flugzeuge müssen nachher ordentlich was wämsen. Moment, der hat ja hier. Okay, da habe ich alles. Okay. Ach komm, ey.
Mann! So, ich muss die Artillerie da rausholen. Ich wehre mich mit allem, was ich habe. So, die Artillerie muss raus. Das Gelaufe hier muss raus. Und das hier muss raus. So. Ali hopp. Also, da müssen wir ein bisschen Tabula Resi machen. Hier muss ich auch mal wieder bewegen. Das habe ich mich auch nicht gemacht. Und den hier muss ich bewegen. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich den hier auch bewegen. So, dann den versuche ich mal außer Reichweite zu kriegen. So, und den hier in die Reichweite. Was habe ich so schön gesagt? Die Kavallerie mal hier hoch. Na schön, wird nicht viel bringen, das weiß ich. Aber ich versuche es. Gucci, also das bleibt, das bleibt, das bleibt, das bleibt auch, das bleibt auch, das bleibt auch. Was klatscht bei mir jetzt weg? Ja, das war ja klar. Wenn mir das Fußvolk nicht klatscht, okay. Mann, 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 Mann. Alter. So, erstmal hier einen von Latz geben. Damit greife ich hier an. So. Hier soll bitte schön hier noch einmal geben. Hoffentlich macht es sie kaputt. Wenn nicht, soll die leichte Artillerie hier sie kaputt machen. In der Zwischenzeit macht dann die Fokker den hier platt. Hier kümmert sich darum, das Fußvolk kümmert sich darum und der hier greift den hier an und der hier greift niemanden an, weil dafür ist er zu schwach. Gut. Okay, dann werde ich das Depot hier nochmal reparieren. Was? Wieso nicht genug Energie? Eine Reparatur kostet 15. Wir brauchen noch eine schwere Artillerie.
Ja. Richtig. Ich brauche eine schwere Artillerie, Flugzeuge und schwere Artillerie. Das ist das, was ich brauche. So, wenn wir dann gleich den Bewegungsmodus haben, dann reparieren wir unsere Flugzeuge und versuchen dann unser Glück. Die leichte Artillerie macht jetzt erstmal Erfahrung, das ist sehr gut. Sehr gut. Ja, das war mir klar. Und jetzt macht dann, genau. Die machte platt, damit kriegst du zwei Erfahrungen. Sehr gut. Und dann tue ich die eine Focke mal ganz schnell reparieren. Ja, die hat natürlich gar keine Chance gegen, war ja klar. Darauf habe ich gehofft. Und dass das... What? Geil. So. Also. Erstmal die hier. Na komm. Na komm schon. So. Dann die hier. Wir müssen, glaube ich, gleich ganz bös meine Einheiten reparieren. So, also die das fliegende Gerät hier rein. 1, 2, 3. Also die mal daher, dann ist er in Schussreichweite. Die bleibt erstmal hier stehen. Das ist auch ganz nice. Wie machen wir das am besten? Du daher. Du daher. Du daher, du darüber und du da hoch. Uff. Hoffentlich packe ich das rechtzeitig. Guti. Hoffentlich klappt das, was ich mir vorstelle. Ja. Das war mir logisch. Das war klar. Komm, bitte. Überlebe, überlebe. Die kriegt nichts gebacken, weil sie alleine ist. Sehr gut. Als allererstes will ich, dass das Flugzeug erstmal direkt zwei Erfahrungen für Bildschirm kriegt. Viel Spaß. Dann will ich, dass du dich um die hier kümmerst. Ihr kümmert euch um die und ihr kümmert euch um die. Ihr kümmert euch um den hier und du hast im eins auch noch vom Koffer. Du hast nichts in Reichweite, das ist schlecht, aber du hast was in Reichweite. Das werde ich da mal hin tun und dich werde ich mal da angreifen lassen. Dann, was haben wir? 73. Mittelschwere Artillerie, das ist schon mal sehr wichtig, dass wir die haben. Oh, warte, hier unten haben wir noch. Wir haben hier unten noch. Ich hab die schon wieder fast vergessen, Alter. Das ist mir so egal. Ich mach die so platt. So, jetzt warten wir auf den Bewegungsmodus. Ich werd, glaube ich, mich gut verteidigen können. Hoffe ich doch.
Aber ich, wie gesagt, ich werde jetzt so den ersten Ansturm, wenn der soweit weg ist. Ich meine, guck mal, wie viel haben wir? Die haben 2 Einheiten mehr, der hat sich im Gegensatz noch ziemlich vermehrt. Scheiße. Ja, das ist halt, wenn man so, ne, das ist scheiße. So, also wir können also wieder mit 3 Stunden ungefähr rechnen. Sehr gut, meine Fokker hat 2 Erfahrungen, das wollte ich. Sehr gut. Die leichte Artillerie, die können wir gleich reparieren lassen. Ja. Sehr gut. Klasse. Ja, gut. Die leichte Artillerie hat da nicht so viel Erfahrung, akzeptiere ich. Ich habe vergessen, das Flugzeug zu reparieren. Ja gut, leichte Artillerie. Ich habe mir jetzt eine mittelschwere Artillerie. Beim nächsten Mal mache ich es. Das kommt aber hierher. Ja, ich weiß, wo du hin willst. Da solltest du aber nicht hin. So, und die mittlere Artillerie, die stellen wir gleich mal raus. Dann müssen wir jetzt ein bisschen den Rückzug antreten, den strategischen. So, erstmal da hier. Dann da hier. Okidoki. Also hier unten haben wir eigentlich nichts mehr. Oder das da. Das da wird gleich mal weg sein. Ja gut, oje. Oje, 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 oje. Mittelschwere Artillerie, die kriegt verdammt nochmal Erfahrung, Alter. Das sieht sehr schlimm aus, das sieht sehr schlecht aus für uns. Ich glaube, das ist eine Runde, die ich verlieren werde. So, also. So, das. Das Flugzeug drin, was ich jetzt reparieren werde. Du kommst erstmal daher. Du kommst erstmal daher. Du hast noch eine Reichweite? Daher.
Der Bunker soll sich einmal darum kümmern, dann macht der hier weiter und der hier wird dann den Schlussstrich geben. So. Dann hoffe ich, dass ich dann die mittlere schwere Artillerie noch in die Nähe der Haupt, des Hauptquartiers kriege. Und wenn sie dann steht und soweit Erfahrung hat und dann, ja. Ah, da fällt mir was ein. Ich hab was vergessen. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, und das werde ich auch gleich tun, dann hole ich da noch eins von Kuppel. Und du kriegst auch noch eins von Latz. Ja, bin noch gespannt hier. Das wird ein riesen Tamtam, sag ich euch. Zumindest hat meine Artillerie jetzt Eisernes Kreuz. Das ist sehr viel wert. Diese leichte Artillerie hat noch gar nichts. Diese leichte Artillerie hat auch noch nichts. Der Bunker hat sowieso keine Erfahrung. Okay, das ist genehmigt. Und das Radio. Genau, und das Ratio. Ja, die Fokker kriegt auch Erfahrung. Nice. Ja, als Trupp. Als Trupp. So, wollen wir mal gucken, also. Dann kommst du raus. Du machst dich mal an die ran und du machst dich mal an die ran. Und genau. 1, 2, 3, 4. Dauert so lang. So, Abmarsch. Das Auto. Okay, das Auto ist Geschichte, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Weil der Bunker macht das weg. So. Gut. Hoffentlich packe ich das rechtzeitig. So, die Kavallerie hier, wunderbar. Und das hier. Wie viel steht es übrigens? 20 zu 40, habe ich richtig gesehen. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, warten wir mal ab, was der jetzt noch bringt. Ah, meine schöne Artillerie. Verdammt. Obwohl, das war die kleine, gell? Das war die unten. Das war die unten, ne? Ja, das ist okay, hat sich erledigt. Sag ja, der ist Geschichte. Also meine Einheiten unten sind komplett weg. Dann reparieren wir das mal.
Die hier, gut, da kriege ich meinen Teil auch ans vorne Latz. Von Cover. Und der hier noch. Ja, mit dem Daumen kann ich nicht mehr viel machen jetzt. Ich glaube, ich habe mich gestern ganz böse vorausgehabt. So, das Flugzeug da oben, das kümmert sich dann um die... Da. Ich will mich da oben die Fabrik jetzt versuchen mir zu krallen, wenn das klappt. Das Depot hier zu verteidigen und die Fabrik zu krallen. Ich habe eine Sehnenscheinentzündung mit meinem Daumen von gestern. Alter, das war gestern ein Livestream, Alter. Oh Mann, der wird doch wohl nicht. Sehr gut, meine leichte Artillerie hat ordentlich Bums. Ja. Okay. Gut. Sehr gut. Einfach mal einen Haufen fahren, Mensch. Ist doch nicht so schwer. So, dann gehst du bitte wieder raus. Sekunde. Dann kannst du du nämlich rein. Du kannst den Platz hier einnehmen. 1, 2, 3, alles klar. Das macht der Bunkerplatz. So. Die mittlere Artillerie muss aus dem Weg. 1, 2, 3, wunderbar. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt um meine schöne Artillerie wieder voll da ist. Scheiße. Ich muss mein Auto wieder in Sicherheit bringen. Ja, das war halt ein falscher Fehler. Ich muss mein Auto wirklich in Sicherheit bringen. Das hat alles keinen Sinn. Das Flugzeug muss jetzt wieder zurück. Also. So, als allererstes. Wie mache ich denn als allererstes dort? Dich. Na,
Kommt hier irgendwas angeschimmelt? Noch nicht. Ansonsten. Oh, warte. Ist aber nicht das geil. Gut. Tut mir der Daumen weh, ey. Schlimm, Leute. Ist richtig schlimm. Also muss definitiv jetzt eine schwere Artillerie demnächst her. Die Fabrik da oben muss übernommen werden. Gut. Ja, der Bunker macht jetzt mal ordentlich Erfahrung. Die leichte Artillerie wird jetzt zu Eisernem Kreuz. Damit bin ich schon mal viel, viel weiter. Sehr gut. Ah, das ist doch gut. So, und jetzt muss ich diese Fokker sofort reparieren. So, wo ist diese Fokker? Diese Fokker muss repariert werden, und zwar hier oben. Nein. Eins, zwei, drei. What the fuck, Alter, der hat doch. Du hast doch gelitten, Alter. So, dann werde ich mal darüber und darüber und rüber und ja, warum habe ich die eigentlich repariert? Ach, ein Freund. So, und dann nur mal gleich noch ein bisschen hier verteidigen, hoffentlich klappt das, wie ich mir das vorstelle. Ne, ein Auto, das kann ich nicht mehr retten, das ist weg. Weg! So, also. Das hier reparieren. Und eine schwere Artillerie bauen. Das ist nämlich wichtig. In der nächsten Runde, liebe Kinder, gucken wir, dass wir irgendwie ja. So, dann holen wir das noch aus dem Spiel. Ah, schön. Sehr gut. Der kommt da oben mit allem möglichen angeschimmelt, was er kann, Alter.
So, dann gucken wir mal. Also theoretisch sind wir jetzt hier am Hauptquartier so fast safe, wenn die Artillerie noch Erfahrung kriegt. In der Zwischenzeit mache ich mal ein bisschen Licht an. Dunkel hier, Alter. Du stopp. So, dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was geregelt. Würde mich freuen. Jawohl, also da haben wir schon gute Chancen. Diese Artillerie macht schon ordentlich Schaden, das finde ich gut. Diese Artillerie macht genauso guten Schaden. Sehr gut. So, das Flugzeug mal hierher. Das Flugzeug hierher und die schwere Artillerie raus. So, was ist mit der mittleren Artillerie? Die kann ich doch 1, 2, 3. Shit, die muss ich wirklich noch hier herstellen. So, der kümmert sich um das Auto hier. Eins, zwei, drei. So, und das kommt jetzt hier in die Nähe. Eins, zwei, drei. Verdammt. Verdammt. So, und du musst auch noch nach unten. Gut, sollte eigentlich reichen. Das Problem ist halt einfach nur, die haben wirklich noch scheiß Erfahrung, wo sie noch kriegen, die Idioten. Ja. Das ist halt blöde. Das war jetzt doppelt blöde, weil hier haben wir zwei. Der kümmert sich um die da. Der kümmert sich um die da. So. Hier kümmert sich mal darum. Kümmert sich darum. Der kümmert sich hier rum. Der hat nichts in der Nähe. Da oben das Flugzeug hat, soweit ich weiß, noch was in der Nähe. So. Die schwere Artillerie, die wird bös was zu tun haben. 17 zu 33. Fange an. Ich fange allmählich an, die schwere Artillerie hier hinzustellen. Dann kann die Runde rum mal feuern. Das finde ich ganz nice. Dann verteidige ich die mal rundherum das Hauptquartier. Das ist gut. Die mittlere Artillerie lasse ich jetzt hier stehen, dass die in der nächsten Runde feuern kann. Und ja, die leichten Artillerien werde ich jetzt runter ans Depot befördern. Und dann fange ich an mit den Flugzeugen oben, das die Fabrik, dann schnappe ich mir die und dann arbeite ich mich von oben nach unten durch.
Das habe ich mir so in etwa vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und keinen Meter anders. Genau. Sehr gut. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Zack, 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 weg mit der Marie. Fort, weg. Ja, sehr gut. So, dann wollen wir mal, ich gesagt. Und zwar erstmal hier hoch. Den habe ich nicht repariert, den müsste ich mal unbedingt reparieren. Den lasse ich noch da stehen. Okidoki. Die ist Geschichte, also kann ich die ruhig reparieren lassen. So. So, dann wird der einmal geklemmt. Und dann, wie gesagt, arbeite ich mich langsam, aber sicher mal nach oben. Wenn ich also überlebe. Moment. Ich habe doch jetzt hier noch ein Auto schon gebaut. Genau. Und in der nächsten Runde kommt dann die schwere Artillerie in das Auto und dann kommt die schwere Artillerie runter und dann alles gut. Ja, greift das Fußvolk an, das ist in meinen Augen keine gute Idee. Aber wie gesagt, das sind ja nur meine Augen und nichts in Reichweite. Aber der hat doch schöne Sachen hier, bestimmt in Reichweite. Für den Fall, dass der das nicht schafft, er noch hier. Er ist hier. Schnappt sich dann die da. Hier repariere ich noch Flugzeug. Der hier schnappt sich das Fußvolk hier oben. Und du schnappst dir bitte den da. Genau. So, dann haben wir eigentlich alles soweit durch. Ich habe mich auch bis jetzt zwar gehalten. Tapfer. Fast eine Stunde und ich bin noch nicht tot. Das finde ich gut. Also, ich muss eine schwere Artillerie ans Hauptquartier, eine schwere Artillerie runter an das Depot stellen. Und dann gucken wir mal weiter. Und wie gesagt, wenn schwere Artillerie da sind, gucken, dass wir die mit den Flugzeugen platt machen. Ja, ich habe mir denken können, dass das. Dass sie das nicht schaffen. Okay, die leichte Artillerie hat jetzt auch Eisernes Kreuz. Das finde ich sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja, weg. Und du machst so oben an dem. Machst du weiter, genau. So, dann wollen wir mal. Und zwar, den machen wir dahin. Das fliegende Gerät hier, das setzen wir mal da hoch. Ich würde sagen, das steht eigentlich ganz gut da, wie er da steht.
cool, das war eigentlich jetzt, was ich gerade gemacht habe, ich habe für einen Anus. Das war ja ein ganz kalter. So. Genau. Den habe ich immer noch nicht repariert. Was eine Schande. 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei. Puh. Gut. Ich denke, das war's soweit. Okay. Ja, dass der jetzt hier, das war logisch. Geklemmt, Feierabend. So, dann schnappen wir uns mal den da. Mit ihm hier räumen wir ihn aus dem Weg und mit ihm hier. Nein. Und zwar hier Reparateure, hier Reparateure. Bei Reparateure haben es meistens Schwörer. So. Ein Reparateur hat es meistens Schwörer. Ja. Der schießt, alles klar, der hat auch geschießt. Moment, kann der was schießen? Nö. Bin ich zum Schießen. Ehrlich. Gut. Wie gesagt, dann arbeiten wir uns langsam Richtung nach oben. Also da. Ne? Arbeiten wir uns hin und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wie gesagt, wenn ich oben links die Fabrik habe und das obere Drittel schon mal safe ist, ich würde mich so freuen, Alter. Ja, die mittlere Artillerie hat keine Erfahrung. Okay, gut, das ist genehmigt. Aber die hat ordentlich Erfahrung. Bums weg. Und die hat es geklemmt, also Bums weg. So, dann machen wir den mal dahin und den mal dahin. Den holen wir und stellen den mal dahin. Hier kommt dorthin. So. Und dann stellen wir die schwere Artillerie hier hin und dann warten wir einfach mal ab, was der Tag so sagt, nicht? Da ist das Fußvolk. 1, 2, 3, du bist mein. Eins, zwei, drei, du brauchst noch ein bisschen. Aber du gehst mal bitte hier rein. Obwohl, du kannst dich eigentlich jetzt auch langsam bewegen. Und zwar hier hin. Na? Okay. Gut. Jetzt geschenkt. Oh. Hol die Scheiße mal raus, mein Fresser. So, der weg. Aha, der hat einen Visier. Für den Fall, dass du und dann holst du dem hier eins von Cooper. Und kann ich das nächste Mal reparieren? Da ist es ja nicht reingekommen. Hat er nicht geschafft. Aha. Ist hier Fußvolk anwesend? Nein, 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 nein.
Kann es sein, dass Fußvolk anwesend ist? Nein. Die schwere Artillerie ist das, was mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Auf der anderen Seite, ich habe wunderschöne Flugzeuge, mit denen hole ich das schön aus, hole ich die schön aus dem Spiel und dann ist alles gut. Also mein Ziel ist jetzt A, oben links, die Fabrik und die Verteidigung vor meinem Depot, vor meiner Fabrik, vor meinem Hauptquartier. Und was sonst noch dazu? Die hat ein Flugzeug provoziert, das finde ich aber jetzt gar nicht gut. Der hat auch kein Flugzeug zu bauen, das habe ich doch zu bauen. Hallo, Tante? Hier. Ich bin doch der Retter der Welten. Ich glaube, geht los hier. Sehr schön, wunderbar. Das hat doch wunderbar geklappt. Genau. Und der holt jetzt die aus dem Spiel. Das finde ich auch ganz nice. Guti, also hier mal daher und du mal dahin. So. Dann das fliegige Zeug mal bitte woanders hin. Danke. Und zwar hierher. Erst. Ist hier irgendwo Fußvolk anwesend? Nein, also eher den hier und eher den hier. Das ist sehr gut. Ich habe von über 40 auf 25 runtergedrosselt. Ich finde das ganz geil. Also ich wehre mich hier mit aller Gewalt, Leute. Ich wehre mich. Das geht ja nicht, dass ich hier dann das geht ja nicht. Hallo? Wo sind wir denn hier? Ich glaube, es geht los. Wir sind ja hier nicht bei den Hottentotten. So, da ist erstmal aus dem Bild. So, hier haben wir erstmal wunderschöne Erfahrung. Ja. So, und du schnappst den. Du wirst das aber nicht hinkriegen. Also machst du den hier platt. Du wiederum hast ja nichts zu tun und machst den hier platt. Du hast dann auch nichts zu tun. Und wir beiden, da oben steht ein Transporter. Wäre das vielleicht was, wenn ihr jetzt mal vernichten dürftet, könntet, würdet. Danke. Wärt ihr so freundlich. Alles klar. Gut. Ich glaube, ich werde hier noch weitere Fliegezeuge anbauen. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn als jetzt eine schwere Artillerie. Die schwere Artillerie hier am Hauptquartier, das macht Sinn. Hier oben werde ich keine schwere Artillerie bauen. Aber doch, ja, mal gucken. Wie gesagt, erstmal die Fabrik übernehmen, dann sehen wir weiter. Also ich muss immer aufpassen, in welche Kamera. Ich gucke mir beides mal an. Die leichte Artillerie holt diese leichte Artillerie aus dem Spiel. Das finde ich sehr gut. Die schwere Artillerie, gut, die, wie gesagt, die hat keine Erfahrung. Gott bewahre. Die mittlere wird das auch nicht aus dem Weg räumen. Doch. Doch. Cool. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen mehr. Ganz ehrlich. Hier. Zack. Weg. Mache ich mir überhaupt keinen Kopf weh, Leute. Dann kommt dieses Fußvolk hier angeschimmelt.
Ja. Und dann mache ich den da. Oh. 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei. Sehr gut. Das werde ich hier tun, das werde ich da tun. So. Und dann werde ich mit diesem Transporter mal darüber fahren. Da wir ja hier noch eine Flugerfahrung hier haben. Sehr gut. Er hat nichts angegriffen. Ich glaube, ich konnte auch gar nicht, ne? Auf der anderen Seite, er hätte ja wunderbar hätte können. Nichts in Reichweite. Jetzt wird's aber komisch. Es ist nichts in Reichweite und es ist 17:23. Hallo? Wo sind wir denn hier? Ne? Vielleicht, na ja gut, 2 Stunden wird es nicht werden. 2 Stunden wird es definitiv nicht werden. Das wird länger. Sei denn, der Computer baut das eine Scheiße nach der anderen und ich übernehme das Ding von einer Seite nach der anderen. Also pff. Schade, dass man nicht mit jeder auf der anderen Seite, wäre es zu einfach, weil man echt mit jeder Einheit da übernehmen könnte. Ja. Sehr gut. Da muss ich meine Fokker noch mal ein bisschen reparieren. Das wäre so eine Idee. Wie gesagt, die schwere Artillerie, die hat ja nicht viel Erfahrung, noch nicht. Das kommt ja alles noch, Leute. Ja, da wird noch angegriffen. Wie gesagt, momentan sieht es gut aus. 17:19. Ich finde das, eine heiße Sache. Okay. Oh, er konnte nichts angreifen. Finde ich nur jetzt. Das finde ich ja so sweet, Alter. Hier guckst du. Moment, ich versuche mal da mein Glück, oder? Da versuche ich mein Glück und... Ah, ich habe das Flugzeug nicht bewegt. Ah, toll. Guck mal, kommt von deiner angeschimmelt. Nein. Ja gut. Dann würde ich sagen, was auch. Wie viel ist denn da unten noch am Happenen? Wenn immer viel. Ey, dann bewege ich doch Fußvolk darunter, würde ich sagen, oder? Hört sich nach einem Plan an. Ja, sehr gut.
Und der macht die da platt. Wunderbar. Geht 17 zu 17. 17 zu 16. 17 zu 15. Gut. Genau. Also, Fußvolk, bewege sich mal da unten hin. Ja, gut. So, das Fußvolk ist da. Das Fußvolk da. Komm. So, noch zwei, drei Stück, also das kriegen wir schon noch. Maledeit, hat der, nee, der hat nichts, das ist gut. Ja gut, oh, dann hier, Liegezeug. Gut, also sieht sehr gut aus. Wir haben also ziemlich gute Chancen. Hallo? Wir haben ziemlich gute Chancen. Moment. Ich will zuerst hier mit, weil dann kann die ein bisschen Erfahrung sammeln. Und die kann dann platten. So, was haben wir denn da? Nichts in der Nähe, aber das hätten wir im Angebot. Und das hätten wir im Angebot. Sind zu 18 und werden aber produziert. Ja. Die Frage stellt sich eigentlich mir nicht, ob ich da irgendwas reißen kann oder nicht. Wie gesagt, die schwere Artillerie kriegt jetzt erstmal Erfahrung und das war's. Also alles andere ist jetzt Geschichte und nochmal, wir müssen uns überlegen, wir haben wirklich mit 2 zu 1 überlegen und haben uns wacker gehauen, geschlagen. Ja gut. Ja, 1, 2, 3 Sekunde. Das ändern wir gleich. Dann ist das auch erledigt. Die schwere Artillerie wird sich da mal ein bisschen bemerkbar machen müssen. So, und die leichte Artillerie, die geht nur dahin. Und das Fußvolk geht mal hier runter, würde ich sagen. Und dann übernehmen wir diese Fabrik. Und dann übernehmen wir noch diese Fabrik. Und dann gehen wir hier runter und dann geht's hier ab, Leute. Könnt ja oder zu Fuß.
Er greift an. Ja, das war nicht klar. Das, was ich gesagt habe, hier, dann machen wir sie jetzt, wollen wir sie aus dem Spiel. Das nächste in der Nähe. Die holen wir jetzt aus dem Spiel und... Die holen wir jetzt auch aus dem Spiel. Gut. Naja, dann holen wir jetzt mal den hier raus. Gut, die werden nicht viel Erfahrung haben. Wie gesagt, die Fugger hier hat überhaupt keine Erfahrung. Die andere Fugger hat mehr Erfahrung, aber die ist halt nicht voll aufgerüstet. Mit leichter Artillerie holt die jetzt aus dem Spiel und die zwei Fockers holen da oben das Teil aus dem Spiel. Das ja, und dann da oben scheint nicht zu sein. Eins, zwei, drei. Konnte er angreifen? Nein, konnte er nicht. Ich konnte aber hier auch nichts angreifen. Außer die hier und ähnchen. Da ist nichts im Angebot. Wie sieht es damit aus? Aber hier hätte ich was im Angebot. Jo, gut. Zu 14, das funktioniert. Ja, da war mir klar, dass da was rauskommt. So. Sehr gut. Jetzt holen wir den Bunker aus, das Bunker aus und der Punkt, den Bunker aus dem Spiel, der die das Bunker. So, die Fabrik ist mein. Und jetzt schnappen wir uns erstmal den Bunker. Und warum die Fabrik, wenn möglich? Ich habe total vergessen, aber gerade, dass ich Fabrik eingenommen habe. Schön. Läuft. So, dann werde ich hier noch etwas Flugmaterial organisieren, mit dem ich dann ein bisschen angreifen werde. Moment, ich habe doch gesagt, hier.
Ja gut. Ja, das ist doch alles. Das ist doch alles ein Klobo sein Ei. Hier guck so daher. Oh. Wir stehen mit 19 zu 12. So, dann kann ich auch gleich die Flugzeuge reparieren lassen und dann nach unten fliegen. Genau. Ja, ohne Fokker, ohne Erbrauchung, das funktioniert nicht. Aber hier gleich die Artillerie, die ist sehr gut, die hat Erfahrung. Ja, dann greift er die an und jo. Das wird die nächste Zeile, die ich übernehme. Dann ist es nur noch dieses Hauptquartier und da oben die Fabrik. Und dann gucken wir mal, das brauchen wir nicht, aber das könnten wir noch reparieren und das könnten wir noch reparieren und dann kommen die vier Flugzeuge nach unten. Ja. Das Fußvolk. Ja. Ach ja. Vielleicht habe ich das doch 102 Stunden, wäre ja nice. So, dann hätten wir hier noch ein bisschen Bewegungsmodus. Ja, da kommt ein Geschwader angeflogen. Ja, das Geschwader, die schwarzen Schafe. Ich hier muss angreifen. Kann. Ich hier muss angreifen. Kann. Wird nichts bringen, ich weiß, aber trotzdem. Hallo. Danke. Die F1-Taste macht mich wahnsinnig.
Piep, piep. Piep, 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 meine Cardio hat mich lieb. Okay. Ja, so, dann werde ich diese Fabrik noch übernehmen. Ich werde diese Fabrik noch übernehmen. Und dann habe ich es geschafft. Oh Gott. Doch. Das war es im Großen und Ganzen. Ja, mit ohne Erfahrung ist halt scheiße. Bei dir hat jetzt voller Erfahrung. Ja, was willst du von mir? Ich, ja. Gucken wir mal, also. Ja, gut, dann gehe ich damit mal da runter holzieren. Ja, abgefeldet. So, wir warten auf den Bewegungsmodus. Läuft. Ja, gut, 2. Gut. Ach, Entschuldigung. Ja, dann hole ich mal die Fabrik noch und ja, das war's dann eigentlich auch schon, die Fabrik und die andere Fabrik, dann hat's erledigt. Dann habe ich ihn. Und das... Gut. Und das Ganze war unter 3 Stunden.
Entschuldigung. So, dann werden wir uns eigentlich nur noch um das eine, um die eine Fabrik hier kümmern. Ja, die Fokker hat keine Erfahrung, okay. Die Fokker hat Erfahrung, das könnte gehen. Ja. Ja. Okay, also, das kommt daher, das kommt daher und dann kann ich mich das da hier runterbuxieren und dann runter nämlich dahin. So. Okay, meine Einheiten sind. Habe ich geschlafen? Warum habe ich das nicht gesehen? Ist eine Frage, wie habe ich das nicht gesehen? Da habe ich jetzt als. Habe ich eben übersehen, aber das wird mir nicht noch einmal passieren. Na gut, okay, Erfahrung. Okay, gut, aber die hat Erfahrung. Sehr gut. Und die haut jetzt die weg. Sehr gut. Ja, gut. Gut. Und jetzt schnappe ich mir rundherum das andere Gedöns. Aber zuerst schnappe ich mir diese Fabrik. Und dann kommt das andere Gewusel alles dran. Okay, hier sind wir soweit safe. Hier sind wir auch soweit safe. Okay. Es freut mir. So, und die beiden greifen. Ja, das hier. So. Dann greifen wir das hier alles rundherum an und dann gucken wir mal weiter. Nein, wieso was? Hallo, Sharon? Warum? Ich höre nicht, dass mir das nicht gefällt. Ich sage auch nicht, dass mir das gefällt, aber es gefällt mir nicht. So.
Kommt hier irgendwas angeschimmelt? Nein. Das heißt also, wir müssen das hier. Da ja, war prima. Das hier. Okay. Ich habe ja die gute Hoffnung und die starke Hoffnung, dass ich das jetzt hier reiße. Also den hier reiße und den hier reiße und den hier reiße und den hier. Ja, dann holen wir das Hauptquartier jetzt mal wieder. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, so ein Hauptquartier einzunehmen. Ach komm schon. Ja, also, geht doch. Ach come on. Na? Mann, wurde aber auch langsam Zeit, wenn du mich fragst. Ich weiß, fragst mich nicht, aber trotzdem. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt wieder dahin. Und das hier können wir raus tun und in der nächsten Runde haben wir gewonnen. Jetzt interessiert aber nicht. Interessiert doch nicht. Der kann auch jetzt da oben versuchen, das Depot zu übernehmen. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Kann er ruhig versuchen, weil jetzt will ich mir das Hauptquartier, dann ist alles Ruhe. Dann ist Ruhe. Bis dann. Ach komm schon. Naja. Egal. So. Das ist mir egal. Ich hab nämlich jetzt. Sieg! Hauptquartier wurde besetzt. Ja, das Hauptquartier habe ich ersetzt und besetzt und damit habe ich eigentlich quasi die Karte geschafft und das innerhalb unter 2 Stunden. Innerhalb von 2 Stunden. Finde ich ganz gut. Ihr wisst ja, lesen, das ist euer Bier. Gut, das war wieder eine wundervolle Folge History Line. Nach dem negativen Livestream fand ich das klasse. Ihr wisst ja, ihr müsst immer eine Woche vorne dran sitzen. Wo wir nur Amiga gemacht haben. Schön. Schön. Wisst ihr, was jetzt kacke gewesen wäre, wenn ich ihn aufgenommen hätte? Das wäre es jetzt gewesen, echt. 1:40 ich hätte das gemacht und hätte nie aufgenommen, Alter. Das wäre derbs. Alter, das wär's. Oder meine TV-Karte schmiert ab. Oh. Oh, Lick.
Und sich wie so ein Hund kratzen kann. So. Oh, der hat so einen richtigen Schnäuzerwall wie ich. Ja. Gut. Stay hat einen schöneren Schnurrus. Ja. Ich freue mich schon auf den nächsten Sonntag. Dann geht es weiter mit Karte Nummer 10. Und dann hatten wir fast die Hälfte erledigt. Oh, also ein Drittel haben wir schon hinter uns. Und wenn wir, wie gesagt, die deutsche Kampagne fertig haben, werden wir uns an die französische Kampagne machen. Sind dieselben Karten. Nur andersrum. Wir spielen dann an der französischen Seite und die in der deutschen Seite. Die Aufteilung ist auch ein bisschen anders. Ich würde aber gern, wenn das nichts gegeben hat, die französische Kampagne auf dem PC spielen, weil ich habe ja mir quasi Battle Isle Platinum geholt. Da ist Battle Isle 1, 2, 3 und Incubation drin. Incubation läuft bei mir auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss mal um den gucken. Geht bestimmt eine Lösungsweg. Ich habe versucht, Kompatibilitätsmodus zu machen. Alles drum und dran. Geht nicht. Und ich habe den Andoria-Konflikt im englischen Original. Also es ist alles Englisch, abgesehen von Battle Isle 3. Da habe ich die englischen Videos durch die deutschen Videos von meinem Spiel ausgetauscht. Ich gucke mal, ob ich das Incubation noch irgendwie zum Laufen kriege. Und das sind nämlich schöne Spiele und ich würde die alle gar gerne zocken. Die Besten der Besten der Besten. Ganz klarer Fall. Erster Partyportal. Ja, und Parts ist der nächste. Und da werden wir uns nächsten Sonntag drum kümmern. Ich muss jetzt gerade überlegen. Das ist der Sonntag. Ah, ihr werdet das zwar hochgeladen bekommen, aber ich werde das nicht aufnehmen am nächsten Sonntag. Und dann gibt es auch kein Historyline für das Wochenende drauf, weil dann habe ich Urlaub. Werde ich aber noch in einem Video gesondert was dazu sagen. Dann danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Partypatrol. Bye, bye.